Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Classic Concentration. Ich habe keine Ahnung, worum es hier geht, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, es könnte richtig grottig schlecht werden. Ich weiß nicht so recht. Vielleicht wird es auch... Ich kann es echt nicht sagen. Okay, steigen wir mal ein. Ist das ein Musikspiel oder was? Auf jeden Fall mal ein stranges Start, sehr stranger Startbildschirm. Aber nicht gepixelt. Lizenziert bei Nintendo. Naja, das heißt noch nichts eigentlich. Ja. So. Welcome. Nö. Einspieler bitte. Aha. Einmal da einen Spieler aussuchen. Ah, die schauen alle sehr interessant aus. Sag ich mal so. Was nehme ich denn da? Ich glaube, die sind schon. Wem nehme ich? Ich nehme ihn. Der ist super. Ah, da kann ich noch einen Namen eingeben. Das freut mich natürlich. Da gehe ich einen Rob. Ja, leider keine Zahlen. Also kein Rob 64 hatte, nur ein Rob. Und ich spiele ja offensichtlich gegen die Sandra. Rob gegen Sandra. Gut. Das erinnert mich doch so an eine alte Fernsehshow. Wie hat denn die geheißen? Wenn ich das wüsste. Keine Ahnung mehr. Oh. Interessant. China. Und jetzt? TV? Das ist Memory. Oh Gott, ich bin urschlecht in Memory. Aha. Okay, und was ist jetzt? Ob ich raten will, was das ist? Ich hab keinen Schieber, nein, ich will nicht raten. War das schon aufgedeckt? Videorekorder, VCR. Speedboat. War das schon da, VCR? Okay, hab nicht gut aufgepasst. Okay, und jetzt? Immer noch keine Ahnung, was es sein soll. Sandra ist dran. Ring. Sofa. Speedboat. Ja, ich weiß, ich bin schlecht in dem Spiel. Piano. Speedboat war doch schon, oder? Ah ja, ich habe keine Ahnung. Ah, Piano. Piano. Ist die jetzt dreimal angekommen? Hä? Okay. Was kann das sein? Kein Schimmer. Ah, Sofa, na klar. Ja, ich bin schlecht in Memory. Ich spiele auch ungern Memory. Ich verliere sogar gegen meine Kinder Memory. Ich habe da einfach nicht die Geduld dafür.
So. Okay. Was zum Geier soll das? Misthaufen plus B plus His. Apfel plus P plus His. Hibes Corpus. Ah ja. Bin mir nicht sicher, ich glaube, dafür ist mein Englisch zu eingerostet, sagen wir mal so. Ja, woher weiß der Computer das? Ich meine, hallo? Was geht da? Sind 10 Minuten schon um? Nein. Oje, oje. Ihr seht, wie viel Spaß ich habe damit. Ah, ja, ja. Naja, es war ja klar. In letzter Zeit so viele gute Spiele hintereinander gehabt. Also gut. Ganz so. Ja, schon gut eigentlich. Kann man schon sagen. Und jetzt sowas. Jetzt hätte ich hier mal aufpassen sollen. Books. Hm. Ich werde jetzt einfach auf Lösen gehen, wenn ich das nächste Mal gefragt werde, auch wenn ich es nicht weiß, nur um zu sehen, was passiert. Okay, ich wollte das Puzzle lösen. Hallo? Was ist da los? Also ich würde jetzt das Puzzle lösen. Ich darf es nicht lösen. Wow, das haben wir noch nicht gehabt, gleich, oder? Ah, aber das habe ich schon gehabt. Hä, hey, warum passt das? Ah ja. Ja, ich möchte es lösen. Darf ich nicht. Vielleicht bin ich dran irgendwie. Und dann ist es wieder irgendein Wortspiel. Schlange, 10, Stier. Ah, ich sehe gerade am Cover steht auch basierend auf dem auf der Fernsehshow. Also da gab es wirklich eine Fernsehshow. Hm. Aber ich kannte die nicht. Bestimmt nicht. Vielleicht gab es die auch nur in den USA und nicht bei uns. Oder nur in Japan. Keinen Schimmer. Und ich werde es auch nicht mehr raushindern, weil ich drücke irgendwas. Ah ja, das macht so viel Spaß wie ein Haufen Sand im Müsli. Es soll aufhören. Es soll aufhören. Noch eine Minute. Ich mag das nicht spielen. Es ist hübsch animiert. Der Sound ist okay. Istanbul Turkey ist die Lösung? Was zum Geier? Istanbul Turkey. Ich check's definitiv nicht. Ja, so ein bisschen Erklärung wäre schon nicht schon ganz fein gewesen. Ich hätte jetzt nämlich keine gesehen. Vielleicht habe ich sie übersehen, möchte ich nicht vollkommen ausschließen. Und ihr seht, ich quatsche und ich quatsche, damit ich die nächste Runde nicht anfangen muss. Oh nein. Ja, ja, wenn man alle NES-Spiele spielen will, muss man halt auch Classic Concentration spielen. Ja, Leute, Freunde der Wortspiele auf Englisch und Freunde des Memory-Spiels, bitte unbedingt zuschlagen.
kaufen, oder zocken. Alle anderen lassen es bitte und zocken irgendwas Gescheites, weil, na Leute, nee. Da muss man schon eine spezielle Vorlieben haben. Gut, hätten wir die 10 Minuten auch rumgekriegt, sage ich danke fürs Zuschauen. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, bessere Spiele sehen wollt, schaut mal, da drüben natürlich. Da habe ich schon einiges gezockt, über 100 Games. Und wenn ihr jeden Tag ein neues NES-Game in eurem Postfach haben wollt, dann da unten abonnieren und gebt mir einen Daumen hoch. Dann gehen auch meine Mundwinkel hoch. Ja, ja. Und ciao, ciao.